So, und damit geht es los mit Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Normalerweise ein bisschen weiter vorbereitet, aber dieses Mal mache ich das so. Finde das verletzte Einhorn, genau das haben wir im letzten Part gemacht. Müssen diese Quest nur noch abschließen. Was wir hoffentlich auch tun können, ohne komplett durch den Wald marschieren zu müssen. Das werden wir sehen, ob das so funktioniert oder nicht. Was ist das denn eigentlich? Ein Grindelow? Nee. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber wir gehen da jetzt mit Vermi... Okay. Dann mit Verdimilius. Incendio hatten wir ja schon auf Duo. Das ist eigentlich... eigentlich okay. Brauchen wir echt den Incendio für den? Jo. Okay. Woher soll ich das denn wissen? Sagt mir ja keiner. Warum sagt mir das keiner? Klar, und der normale Incendio macht mehr Schaden wie der Duo. Wintermantel. Autsch. Noch mehr Spinnen. Ich hasse Spinnen. Können wir nicht den Schmetterlingen folgen? Waren die nicht Vermilius auch? Hm. Also einmal klappt es auf jeden Fall. Schaffen wir es noch ein zweites Mal? Mit Vermilius. Let's go. Nö. Also entweder war das kein vernünftiger Treffer oder diese Spinnenart... Also es gibt verschiedene Spinnenarten und jede ist auf was anderes anfällig. Das ist möglich. Aber ich habe keine Ahnung. Verdimilius, let's try. Jo. Ja, und es ist nicht zu spät, die Erkenntnis. Dann geht's ja. Ich habe nur das Gefühl, als ob der Sprachinput ein bisschen klein wäre dieses Mal. Werde ich ja sehen. Okay, das ist eine klassische Sackgasse. Ja, eigentlich wie es im Wald hineinschaltet, ne, kommt man auch wieder raus, aber nö. Ich hasse dieses Labyrinth. In dem schlimmsten Fall heißt es, wir sind in diesem Labyrinth bis, ja, Ende des Parts. Na, selbst wenn, dann ist es ein schönes Training. Die Melodie hatte ich eigentlich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Hä? Okay. Ab in die nächste Wolke. Kriegen wir auch hin. Was war das? Das war ein Incendio-Typ, ne? Macht der Uno echt mehr Schaden? Nein. Aber er macht eigentlich genug Schaden. Jo, und es gibt keine Abkürzung. In der Form. Wir werden wieder zum Einhorn gebracht. Leben spendendes Blut halt, ne? Also haben wir jetzt auch ein verfluchtes Leben, wenn das Einhorn für uns als Reset-Punkt gilt? Eine interessante Frage. Möchte ich die jetzt schon geklärt haben? Egal, auf jeden Fall wissen wir, Incendio ist bei den Viechern recht nice. Und Vorteil, der Wald ist auch recht gut zum Trainieren. Also geht das auch noch. Ich habe aber immer noch keine Ahnung, was das für Viecher sind. Und das gefällt mir gerade nicht so. Ich hoffe, ihr wisst es und schreibt es mir so mal safe in die Kommentare, was für, ich sag mal, Gnomen mit Sensen rumlaufen im verbotenen Wald. I have keine Ahnung. Und der ist nicht Incendio anfällig. Bist du Vermilius anfällig? Ich glaube nicht. Verdimilius? Null. Ja gut, das muss nichts heißen. Das kann an der Genauigkeit liegen. Aber ich werde garantiert kein Flipendo auf den einsetzen.
Also, beim Demelios kriegen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Schaden raus. Wow. Das heißt, der Uno hätte eigentlich auch schon gereicht. Na, Uno. Und wenn man einmal zurückdrückt, weil man sagen will, nein, ich möchte nicht bestätigen, dann resettet man komplett. Ja, also komplett wieder zurück zum Auswahlmenü. Kürbispasteten, ja, okay. Dann sind halt Kürbispasteten auch gut. Und ich bin gespannt, wie häufig wir dieses Einhorn sehen. Weil ich weiche ja nicht absichtlich hier aus. Ich möchte ja tatsächlich auch ein bisschen das Training mitnehmen. Auf Peppeltrank, ja, warum nicht? Aber zielführend war es trotzdem nicht so. Der obere war Incendio, der untere Vermili... Ne, Demelios, meine Güte. Und da war festgestellt haben, ja... Ist mir egal, wie oft ich mich wiederhole, aber... So merke ich mir das. Wiederholen hilft zum besseren Einprägen. Und komm, ob ich 16 ausgebe oder 15 für zwei Zauber, ne? Macht keinen großen Unterschied. So, und du, Freund, warst Verdimilius. Freund ohne Sonne. Glaube ich zumindest. Na, also Schaden macht Verdimilius auf jeden Fall. Heißt aber noch lange nicht, dass es wirklich das Effektivste ist. Wow, wie viele Wintermäntel und ein Level freigeschaltet. Ah, ich habe mir auch den Rückweg nicht gemerkt. Das ist die Krux. Ah, Bildkarte. Und noch mehr Training. Und der sagt mir farbtechnisch gar nichts. Dann gehe ich jetzt von Vermilius aus. Und ich habe richtig geraten. Auch schön. Und der Mars, der scheint immer noch ungewöhnlich hell diese Nacht. Wir haben nur keinen Centaur, der uns das sagt. 46, ja, okay. Ich laufe hier trotzdem noch rum und klicke mir einen Wolf an den Grenzen. Kann ja wieder irgendwas rumliegen, was wir gebrauchen können. Die Zielsetzung ist hier aus dem Wald rauszukommen. So, das war die Stelle, wo Hagrid uns getrennt hatte, beziehungsweise umgemodelt hatte. Und uns Malfoy auf den Hals gehetzt hatte, eine Hacken gehängt hat. So, drücken wir mal Select. Du bist im 6. Abschnitt des verbotenen Waldes. Wieso im 6.? Im 6. waren wir doch schon. Oder habe ich was falsch auf dem Schirm? Ja, ist natürlich möglich, dass das wirklich ein Irrgarten ist. Und wir hier ganze Zeit einfach nur im Kreis rennen. Na? Nein, das war hier richtig. Hier waren nämlich diese netten kleinen, hey, der Mars und so. Hauptsache, wir kommen aus dem Wald raus. Ja gut, nicht nur Hauptsache, wir kommen aus dem Wald raus, sondern wir nehmen auch noch ein bisschen Erfahrung mit und so weiter und so fort. Wie hier zum Beispiel. Och nö. Muss ich? Ja, ich muss. Aber ich muss hier mal unsere Mortis-Zauber nicht einsetzen. Die fressen mir zu viel MP, auch wenn sie gut wirken. Und ich nicht mal auf dem Schirm hatte, dass man die recht schnell sich in eine Bibliothek holen kann. Zumindest den ersten. Den zweiten halt erst dann, wenn man den Tarnumhang hat. Habe ich auch mit den Hashtags habe ich die einzelnen Zauber in den Videos markiert. Locmorte Mortis. Und haben wir gleich. Hier, Locmorte Wibbly und Mortis. Ein und derselbe Zauber mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen, also Härtegraden.
So wie die Uno- und Duo-Zauber. Vermilios Duo. Let's go. Und der hüpft jedes Mal wie ein Flummer. Hui. Neuen Zauberspruch-Level. Vermilios. Damit haben wir jetzt, sollten wir zumindest, den Vermilios Trier haben. Heißt, mir fehlt jetzt noch der Verdimilius Trier. Vermilius Trier, jawohl, mit 16 Magiepunkten. Auch ganz toll. Dann müssen wir jetzt mit Verdimilius weitermachen und ich hoffe, es reicht gegen die Schildkröte. Nein, die Schildkröte ist nicht Verdimilius anfällig. Zum Glück haben wir aber auch kein Vergiften momentan als Gegner und ich hoffe inständig, dass die Sprachdatei stark genug wird. Was sagt die untere? Auch nicht effektiv. Ganz toll. Und gegen Schildkröten wird kein Feuer helfen. Und wenn das hinterher echt die Lösung ist, ne? Dann gucken wir uns mal den Trier an. Sieht so ein bisschen wie ein Grafikbug aus. Aber es macht wenigstens Schaden. Aber nicht allzu viel. Was ist mit Flipendo? Sieht nicht ganz so grafikverpackt aus. Macht auch kaum Schaden. Jetzt sag mir bitte nicht, das ist wirklich Incendio die Lösung des Ganzen. Just try. Und dann direkt Duo. Wenn wir schon keine MP mehr haben, ne? Nein, ist auch nicht die Lösung. Und ich möchte nicht an wegen Schildkröten wieder am Einhorn landen. Fliehen. Dann versuchen wir den Wolken ein wenig aus dem Weg zu gehen. Um aus dem Wald rauszukommen. Schildkröte, Schlange, Dankeschön. Schildkröte macht... Ja, sehr schön. Fliehen, danke. So, hier oben am Rand und dann rechts rum. Schön oben am Rand bleiben. Und ich hoffe, wir kommen jetzt so durch. Und verlaufen uns nicht wieder. Bitte, 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 bitte. Ja. Nein. Ich will euch nicht. Und ihr macht mich wahrscheinlich jetzt platt, ne? Nein, fliehen. Gut. Oh. Was ist eigentlich das Ziel? Muss ich zu Hagrid oder zurück zum Schloss? Okay, zurück zum Schloss. Dann nehmen wir die paar Meter hier über Hagrids Hütte, die spawnfrei sind. Ist irgendwie so mit einer meiner Lieblingswege, ist mir aufgefallen. Zumindest nutze ich den jedes Mal. So, jetzt sind wir im Schloss. Du hast deine Strafe bekommen, Harry. Geh jetzt direkt nach Gryffindor. Ja, Professor McGonagall. Aber erstmal sammeln wir uns noch die Bildkarte ein. Ja, und lassen uns wahrscheinlich jetzt killen. Jo. Bitte, Krankenflügel, Krankenflügel. Danke, danke. Oh, haben wir uns wenigstens da ein paar Meter gespart. Und da das hier jetzt wieder, ich sag mal, ein Testpart ist, glaube ich nicht, dass ich die 20 Minuten heute voll mache. Das werde ich mir, ja, werde ich mir ersparen. Damit wir den Test erfolgreich oder nicht erfolgreich abschließen können und der Part, ja, ihr werdet ja sehen, wie lang er ist. Na gut, die Schildkröte nehme ich jetzt auch noch mit. So ein bisschen Zeit muss ich euch auch noch gönnen, ne? Und vielleicht kriegen wir den Verdimilius noch auf Trier. Sieht mir nicht so aus. Incendio. Ja, bitte. Nehmen wir den. Ernsthaft. Einmal eine logische Schildkröte. Ganz toll. Genau dann, wenn ich sie nicht möchte.
Warum? Ach. Dieses Spiel, ne? Egal. Jetzt ist die Schildkröte passé. 55, aber ganz viele Siege. Ganz toll. Na. Jawohl, da ist er. Schweineschnauze. Hinein mit dir, mein Kleiner. In die Schweine. Nein. Harry, was ist passiert? Voldemort ist im Wald. Er will den Stein der Weisen haben. Ich glaube, Snape hat Quirrell Angst eingejagt, damit er ihm hilft. Sprich seinen Namen nicht aus. Firenze, der Zentaur, hat mich gerettet. Andere Zentauren glauben jedoch, dass der Mars heute Nacht ziemlich hell scheint. Er, dessen Name nicht genannt werden darf, aka Voldemort, mich töten wird. Die Sterne sagen das, ja, oder der Mars. Harry, ich habe gehört, dass Voldemort Angst vor Dumbledore hat. Solange er also in der Nähe ist, bist du in Sicherheit. Jetzt sollten wir aber schlafen gehen. Sollten wir das? Mein Tarnumhang, er ist wieder da. Hier ist ein Zettel. Nur für den Fall. Du bekommst Tarnumhang. Oh, auch nice. Dankeschön, unbekannter Helfer. Du hast das Abenteuer im verbotenen Wald heil überstanden und das verletzte Einhorn gefunden. Im Sammelverein wurde bekannt gegeben, dass es eine neue Kartenkombination gibt. Ganz frisch entwickelt. Nur für dich. Und es verrieselt die Zeit. Also nur ein paar Stunden scheinbar, wa? Die Prüfungen sind vorbei. Bald haben wir Sommerferien. Ja, es wird so gut wie niemand mehr hier sein. Darauf hat Snape ja nur gewartet. Harry, wir haben ja noch nicht mal eine Ahnung, ob Snape mittlerweile weiß, wie er an Fluffy vorbeikommt. Aber meine Narbe tut mir höllisch weh. Das ist sicher ein Zeichen dafür, dass es Ärger geben wird. Hallo. Genießt noch ein wenig die Sonne, bevor ihr nach Hause fahrt, was? Hagrid, wenn jemand an Fluffy vorbeikommen will, wie müsste er das anstellen? Ja, halt so, wie ich es auch dem Fremden erklärt habe, ne? Spiel ihm einfach ein wenig Musik vor und er wird auf der Stelle einschlafen. Lustig, dass er mit dem Ei aufgetaucht ist, als ich es mir am meisten gewünscht habe. Ja, total komisch, Hagrid. Wir müssen Dumbledore alles erzählen. Es war Snape, der Hagrid das Drachenei gegeben hat. Aber wir wissen nicht, wo Dumbledores Büro ist. Und dann müssen wir es eben suchen. Wir teilen uns auf und treffen uns dann in Gryffindor wieder. Ja, wenn wir es herausgefunden haben. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.